Herzlich willkommen im Edmund-Planbeck-Stadion zum Rückrundenauftakt der Regionalliga Nord. Die U23 des FC St. Pauli trifft auf den Tabellenzweiten, auf den VfB Lübeck. Dabei sind die Hoffnungen auch auf Maximilian Franzke gerichtet. Der prominente Neuzugang des FC Bayern darf heute zum ersten Mal von Beginn ran. Trainer Joachim Philippkowski erwartet sich von dem Rechtsaußen viel. Er soll die Offensive mit beleben. Die Kiezkicker in Schwarz von links nach rechts, aber erstmal kommt der VfB mit dieser Flanke auf Hopsch. Klasse pariert von Sven Brodersen, der das 13. Saisontor von Patrick Hopsch verweigert. Das Stellungsspiel des Keepers macht hier den Unterschied und so verhindert er die frühe Führung für die Gäste. Der FC St. Pauli dann mal mit einem Eckball auf Schier. Steht vollkommen blank, kann ihn nicht richtig erwischen, hat ja auch einen Profivertrag. Ercin Şehir. Bednarczyk wird dazu freigelassen und der sieht Cemal Sitzer. Richtig gute Chance. Gibt darauf den Eckball. Lukas Räder war wohl noch dran. Schwierig aus dieser Perspektive zu sehen. Der 23-jährige Mittelstürmer hätte hier fast die Führung erzielt. Der Tabellenzweite ist weitreichend dafür bekannt, dass sie klasse kombinieren können. Wie auch hier. Deichmann vor Bayern Brodersen. Kriegt den erstmal nicht mehr aufs Tor. Und sucht dann Marvin Thiel. Macht nichts mehr draus, aber diese Angriffe sind einstudiert von Rolf Landerl. Und darauf muss sich der FC St. Pauli auch einstellen. Dennoch gehen diese Angriffe immer furchtbar schnell vonstatten. Mende auf Hopsch. Und da ist Deichmann 0:1. Es ist ein Angriff aus dem Bilderbuch. Es ist der 7. Saisontreffer für den offensiven Mittelfeldmann. Und das war wirklich klasse gemacht. Schwierig zu verteidigen für die Abwehr. Hopsch zieht sie noch einmal auseinander, macht das Abspiel im richtigen Moment. Und Deichmann schießt den Ball sogar noch an den Pfosten. Da kann Brodersen nun wirklich nicht mehr hinkommen. Nur 11 Minuten später gibt es einen Eckball für den VfB. Und der landet bei Daniel Heike. Was für ein schöner Treffer durch Daniel Heike. Der Innenverteidiger ist für alles andere als fürs Tore-Schießen bekannt. Aber den trifft er wirklich perfekt, artistisch, per Volley gemacht. Und da kommt Brodersen dann auch nicht mehr rechtzeitig in die Ecke. Eine wirklich schwierige Phase für den FC St. Pauli jetzt. 2 Gegentreffer in nur 11 Minuten, aber sie kämpfen sich langsam aber sicher heraus. Lee auf Wied. Und er landet bei Maxi Franzke. Es wäre zu schön gewesen für den 20-Jährigen, wenn er direkt hier seinen ersten Treffer gemacht hätte. Noch muss er sich etwas gedulden, denn mehr passiert nicht in Halbzeit 1. Joachim Philippkowski hat schon bessere erste Hälften erlebt. Aber das, was die Mannschaft von Rolf Landerl da gemacht hat, war wirklich richtig stark. Nach der Pause kommt wieder Lübeck, wieder mit Deichmann, aber die Chancenauswertung lässt so langsam zu wünschen übrig und auch deswegen kommt der FC St. Pauli immer besser in die Partie. Sehr viel Raum gerade für Kuyucu. Der Linksverteidiger, Baujahr 2000, hätte fast sein drittes Saisontor erzielt, der Ball allerdings noch abgefälscht. Es wird langsam knapp für den Tabellenzweiten, der jetzt nochmal einen Freistoß von rechts bekommt. Linksfuß Thiel bringt ihn rein und alle springen vorbei. War aber richtig knapp, insbesondere bei Kapitän Tommy Gruppe, der am langen Pfosten etwas zu blank stand. Dann mal der Eckball für die Kiezkicker und Bräuning kriegt die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Theodor Bräuning. Und der Stuttgarter bleibt weiter im Mittelpunkt, kriegt in der 70. von Schiri Erik Müller die gelbe Karte aufgrund eines groben Foulspiels. Und nur 5 Minuten später sieht er dann gelb-rot wegen Meckerns. Der Junge hatte sich leider nicht im Griff und muss den Platz vorzeitig verlassen. Schade für seine Mannschaft, denn der FC St. Pauli nach 15 Minuten, in denen Bräuning auf dem Platz stand, jetzt für die letzte Viertelstunde nur noch zu 10. Und genau diese Unterzahl macht sich sofort bemerkbar beim Ballverlust von Sezer. Da ist nämlich viel zu viel Raum hinten in der St. Pauli-Verteidigung. Und jetzt kommt auf einmal der Eingewechselte, Fabio Bardun. Bardun! Erneut klasse und cool pariert vom 22-jährigen Brodersen. Aber es bilden sich jetzt richtig viele Lücken für Meissner! Robin Meissner, da muss er doch mehr Druck hinterkriegen. Im Hinspiel hat er getroffen, hier ist es ihm noch nicht gegönnt.
Er übrigens eingewechselt, genauso wie dieser Mann, Christian Stark. Auch er vollkommen blank, Vorräder! Aber der Ex-Bayern-Torwart pariert das gut. St. Pauli hat jetzt die Chancen, könnte das Spiel sogar drehen, aber sie müssen sie machen. Dann vielleicht die letzte Chance. Der Freistoß durch Sezer! Ein absolutes Traumtor durch Cemal Sezer, aber es kommt ein bisschen zu spät. Aber auch er kann sich über diesen Treffer freuen. Perfekt getroffen! Der Pfosten kriegt heute einiges ab, aber das ist einfach nur sehenswert. Nichts zu parieren für Räder, der kommt optimal. Ein riesengroßes Ausrufezeichen vom FC St. Pauli, auch an die Konkurrenz. Aber für dieses Spiel kommt es ein bisschen zu spät. Der FC St. Pauli und der VfB Lübeck trennen sich mit 1:2 in einem Spiel, das beide Parteien hätten gewinnen können. Lübeck bleibt somit der nahe Verfolger von Wolfsburg und die Kiezkicker landen erstmal auf Tabellenplatz 14.